Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und in dieser Folge werden wir uns mit Poppy beschäftigen. Das ist die, mit der wir gegen die Wilder gekämpft haben. Und die wartet hier irgendwo auf uns und will mit uns schnacken. Der letzte Schlag gegen die Wilderer vielleicht? Man weiß es nicht. Hallöchen. Mein Glück, dir geht's gut. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Oh oh. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Aber ist doch alles in Ordnung. Wenn es deiner Oma gut geht und sie das Ei nicht haben, ist vielleicht alles halb so wild. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Irgendwas sagt mir, dass du diese Tierwesen finden willst. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Hey Merlin Spart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Reden wir mit den Zentauren. Klingt so, als müssten wir mit den Zentauren reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Sehr gut. Wenn sie sich meldet, dann werden wir jetzt mal kurz in unseren Haus der, Raum der Wünsche gehen. Denn, ich habe ja diese Wuppler, oder wie die heißen, gefangen. Und die lassen jetzt einfach mal raus. Zwar schön hier in der grimmigen Gegend kommen die raus. Das finden sie bestimmt super. So. Und jetzt nochmal kurz zurück. Und hier auf. Oder. Oh, das war dumm. War auch nicht mein Plan. Mein Plan war eigentlich das hier. Na egal, die fliegen ja kurz noch irgendwo hin. Ich hoffe, die kommen zurück. Nein, nein, oh. Jetzt ist alles gut. Och man. Okay, hat was gegessen, okay. Da oben ist er. So, auch davon haben wir drei Federn. Wir brauchen auch nicht.
Kann wieder reingehen. Und dann können wir nochmal reingehen und hier gucken, wo wir unsere Sachen verstärken können. Krieg findet, sie haben hier große Fortschritte gemacht. So, wo war denn das denn jetzt? Da, nee. Genau. Drüben zu identifizieren. Krieg findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Danke, Krieg. Können wir kurz die Ausrüstung gucken? Nichts. Auch nichts. Auch nichts. Ich bin hier unten bei dem? Na gut. Da müssen wir Level 32 für sein, okay. Aber wir können auf jeden Fall ein bisschen was machen hier. Und zwar Verbesserung anzeigen. Feder eines Jobberknolls. Okay, das haben wir jetzt nicht. Und nur eine. Es gab ja andere noch. Da. Verbessern. Auf jeden Fall. Was man verbessern kann. Den können wir noch nicht machen. Okay. Das war also gut. Gut, dann gucken wir, was wir jetzt als nächstes machen können für Quest. Wir müssen ja warten, bis sie sich meldet. Das kann ein bisschen dauern. Aber das macht ja nichts, denn machen wir nämlich Trauernvergeltung mit Netty. Wo befindet sie sich gerade, die gute Nadi? Nadi, wo bist du? Nadi. Da. Gut. Ist ja nicht so weit. Sind wir gleich da. Mal sehen, was wir mit ihr machen können. Machen sollen. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Unglaublich, dass wir den Erschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächszimmer Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Wenn sie mehr darüber wüsste, was du getan hast, wäre sie bestimmt stolz. Oh, wenn sie wüsste, was ich alles getan habe, würde sie mich nie mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein. Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kamen aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Wie meinst du das?
Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater war bestimmt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Jetzt musst du dich schon auch überlegen, wie sie machen will. Sieht mir bestimmt danke erst Bescheid. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Rivelio. Das sieht schön aus hier, ne? Leckere Speisen an hier. So ein Ding sind wir noch mit. Hier war auch noch irgendwie die Tür, die haben wir nicht aufgemacht. Gehen wir mal rein. Alohomora. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ein Demigeist. Ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Triff mich im verbotenen Wald. Machen wir, aber lass uns den Demigeist auch mitnehmen, wenn wir schon hier einen haben. Und dann treffen wir Poppy und dann können wir schon die Quest weitermachen. Mir, Demi. Ich habe eine schwere Zeit hinter mir und brauche einen Freund. Aber wir machen beide Quests heute noch. Gucken, wen wir jetzt erstes machen, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir gucken mal. Pass mal auf. Wir sprechen erstmal mit Nati in der großen Halle. Machen wir erstmal die Quest und dann danach die andere. Ich würde auch gerne so einen festlichen Tisch bekommen. So auf Knopfdruck. Manche Tage sind schwieriger als andere. Stimmt. Nati, ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden. Aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Ich bin schuld, dass er es nicht ist. Es ist nicht deine Schuld, Nati. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Das stimmt, Nati. Wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Gut, jetzt haben wir mit ihr gesprochen. Jetzt können wir mit Poppy sprechen. So, Überraschungstreppen. Ab in den verbotenen Wald. Zu Poppy. Apropos verbotener Wald, da finden wir natürlich auch andere Sachen, ne? Nämlich. Hier ist auch das, eine Schatzkarte, die wir haben wir auch noch hier irgendwie noch nicht gelöst. Wollen wir machen. Hallöchen. Ich schaffe das, ich krieg das hin. Er will sicher helfen.
Werden wir hier die Zentaurin treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Wenn sie von den Schnatzern hören, verstehen sie, warum wir hier sind und werden helfen wollen. Ich hoffe, du hast recht. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Oh Gott, die Tante reitet uns rein. Wir erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Oh, da kommen sie wohl. Wow, die sehen gewaltig aus. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte, wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals. Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug. Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Uiuiui, der ist aber nicht nett gesinnt. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen... muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Was, das ist ein ganz schönes Tier, der Typ, ey. Also, eine klasse Tier, aber ich meine so ein... Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ach Mann, ich dachte, wir könnten mal eine Quest weitermachen hier. Ich melde mich, wenn ich was finde. Tu das. Okay. Gut, können wir auch nicht so viel weitermachen. War noch ein Auftrag? Komm, dann sprechen wir mit den Katakomben, dann machen wir die Quest. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn, oder? Schatten des Relikts. Machen wir die Quest. Langsam wird's mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben.
Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht! Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Es ist meine Schuld. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, er hört auf. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Oh, geh mal rein. Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Man muss den aufhalten, den Psychopathen. Besiege den Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Was habe ich denn da jetzt gemacht, mein Quatsch? Ich wollte doch eigentlich ihn und damit hinhaben. Akio! Da müssen wir einfach noch weiterlaufen hier. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne, in der großen Halle. Bombarda! Confringo! Confringo! Gepinto! Medino! Gepinto! Gepinto! Confringo! Okay, hier geht mal ein bisschen Action los. Dann müssen wir weitergehen. Zuletzt waren hier nicht so viele in Feri. Und keine Spur von Sebastian. Von Fingo. Bombard. Von Fingo. Eieieiei. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren, während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern.
sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Oh, ob ich das kann? Sei vorsichtig. Ja, gerne. Wir sammeln ein bisschen Sachen ein. So, müssen wir denn hin? Hier weiter? Ah, anscheinend. Contrinko! Wir sind hier. Bombard! Ganz schön viele Inferi hier, ne? Also nebenbei. Gerade da längs, ich weiß nicht. Wie geht's immer hier längs? Geradeaus? Man weiß es nicht. Diese Inferi wirken überhaupt nicht kontrolliert. Contrinko! Hin ist die Frage. Können wir nichts mehr? Contrinko! Gefängnis! Ach, ist Moment. Halt das was? Ja. Okay, ich kann mich nicht mehr, ich weiß, dass wir hier unten drin waren, aber ich weiß nicht mehr genau den Weg, muss ich zugeben. Aber hier, noch nie gekommen. Okay, das weiß ich. Okay. Ich muss irgendwie auf diesen Vorsprung kommen. Ja, warte. Levioso! Er ist der Falsche. Das ist der andere. Wingardium Levioso! Wingardium Leviosa. Arresto Momento. Descendo. Wingardium Leviosa. Bin hier so. Ach, kann ich nicht. Scheiße. Ach hier. Descendo. Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Mist, wie krieg ich das jetzt wieder weg? Rüberspringen kann ich wirklich nicht. Geht nicht! Ach, verdammte Axt. Leviosa. Wingardium Leviosa. Jetzt vielleicht? Leviosa. Alter, das ist doch scheiße jetzt. Warum hängt denn das jetzt fest da? Descendo! Levioso! Revelio!
Wingardium Leviosa. Leviosa. Das kann ich jetzt hier noch machen gerade, bitte. Reparo vielleicht? Ich glaube nicht. Reparo. Wingardium Leviosa. Leviosa. Reparo. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Weiß nicht, ob man das irgendwie wieder resetten kann. Ich glaube fast nicht. Ist das jetzt dein Ernst? Ich kann ja nicht mal... Kann ich den letzten Punkt laden? Protego! Oh, das ist doch beschissen gerade. Warte mal, speichern. Das war vor 2 Minuten. Machen wir mal. Okay, die müssen wir einfach mal killen nochmal hier. Bombarde! Confringo! Defindo! Bombarde! Okay. Gut, gut. Das war trotzdem nicht das Richtige. Das ist hier links, ne? Okay, nochmal. Ach hier. Ach hier. Wingardium Leviosa. Ach hier. Gut. Wingardium Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Warum baut er das denn nicht hier, die Scheiße? Hä? Verstehe kein Mensch. Wingardium Leviosa. Ich muss irgendwie auf diesen Vorsprung kommen. Jetzt, Alter. Weiß eigentlich, warum das nicht klappt. Keine Ahnung. Da ist Sebastian. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch. Das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relic! Salomon? Das Relic? Oh, der ist nicht mehr kontrolliert, ne? Das wirst du wissen! Hey. Hm. Super! Bester Moment!
Bombarde! Die Findung! Contingo! Stufe! Levioso! Contingo! Stufe! Doch bis Hände! Bombarde! Tja, das musste einfach sein. Oh, war. Contingo. Levioso. Arresto momento. Descendo. Potato! Stufe! Die Findung! Mr. Sandler! Halt! Stufe! Mist! Die Findung! Contingo! Contingo! Levio, Contingo! Bomba! Contingo! Potato! Und? Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Avada Kedavra. Was? Er hat ihn umgebracht. Ach, da kann man nichts machen gegen den Spruch. Komm
euch entschieden. Oh, Anne. Was hast du getan? Hey, ich sag ja, er ist ein Psychopath. Psycho. Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Sebastian, warte! Mann. Arresto, Moment. Bombarda! Kann ich nicht aufhalten. Halt, Sebastian! Warte! Ah. Okay. Man kann nichts machen gegen ihn. Nintendo! Oh, oh, oh. Omen ist draußen und wartet auf uns. Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Also eigentlich bin ich verkehrt, was er gemacht hat. Aber ich würde den Fluch natürlich auch ganz gerne können, aber... Jeder sollte den Fluch kennen. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan, wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Ja, bitte. Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Wow, den Todesfluch. Avada Kedavra. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Also eigentlich würde ich den Typen ganz gern umbringen. Kennst du Irondale? Das Dorf liegt südlich des Schlosses. Die Höhle, die wir für Doran finden sollten, könnte in der Nähe sein. Nice. Gut. Oh, wir können nur noch einen Dings machen. Kann das sein? Eine Merlin? Prüfung Merlins? Oh, klar kann das sein. Was müssen wir hier denn machen? Bombarde! Arresto Momento! Descendo! Lumos! Wingardium Leviosa! Leviosa! Arresto Momento! Descendo! Defendo! Defendo! Contringo! Ah, okay.
So müssen wir zerstören. Revelio. Arresto Moment, komm, spring! Schlecht. Revelio. Muss mehr von denen geben. Da ist einer. Contrinto. Revelio. Muss noch mehr geben. Da war ein leicht geschimmert im Blau da drüben, oder? Contrinto! Oh, war ich da dran? So. Geschafft. So, ich würde mal den Ave Cadavra ausprobieren. Nein! Was machst du denn da? Schande, okay. Was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Tja, aber braucht er jetzt nicht so viele Avegadavre, oder? Oder ist er gestorben? Ich hab's nicht gesehen. Na gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.